Technik. Dynamik. Ständigen Wandlungen unterworfen. Einen wichtigen Beitrag leisten die Gießereien. Was früher geschmiedet, gepresst oder geschweißt wurde, wird heute zu einem großen Teil gegossen. Es gibt kaum einen Industriezweig, bei dem nicht Gussteile wichtige Funktionen erfüllen. Massenguss zum Beispiel für die Automobilbranche wird auf Formautomaten mit hoher Leistung gefertigt. Einzelteile oder Sonderanfertigungen sind Aufgaben für den Handformer. Mitarbeiter einer Gießerei zu sein, ist nicht jedermanns Sache. Formermeister Christian Deininger über seine Berufswahl. Das geht bei mir schon eigentlich weit in die Vergangenheit zurück. Mein Großvater war Gießereimeister, anschließend war mein Vater ebenfalls Gießereimeister. Und durch das, dass ich von klein auf eigentlich immer Gießerei gehört habe und dann meinen Vater auch öfters besucht habe in der Arbeit. Und es hat mir irgendwie ein Interesse geweckt bei mir. Dann durch das bin ich das auch auf den Beruf gekommen. Und sein Arbeitstag? Also das beginnt in der Früh mit der Arbeitsvorbereitung für die Werker unten, dass die wissen, was machen müssen. Das natürlich auch überwachen. Dann geht es weiter mit der Meisterbesprechung. Da wird die Arbeit der einzelnen Abteilungen intern koordiniert. Der nächste Schritt ist dann kalkulieren, das heißt Angebote abgeben, Preise machen, Zeichnungen durchsprechen. Und ein Schwerpunkt ist natürlich auch die Lehrlingsausbildung. Also da versuche ich möglichst viel Zeit mit den Lehrlingen zu verbringen, ihnen von Grund auf das beizubringen, das Wissen, was haben, zu verfestigen. Wenn sie schulische Probleme haben, ein bisschen nachhelfen. Sie können zu mir jederzeit kommen, wenn sie Probleme haben. Der 18-jährige Gießerei-Azubi Josef hat ganz anders zu seinem Beruf gefunden. Wir haben also bei mehreren Firmen beworben. Also es war verschiedenes Zeug, als Bürokaufmann, als Brauereimeister oder so. Oder Chemikant bei SKW, beziehungsweise jetzt halt die USA. Und ja, das war halt leider nichts dann am Schluss. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, jetzt, muss ich sagen, das war nicht eine Notfalllösung. Also von wegen, dass ich jetzt nicht arbeitslos bin nach der Schule. Ne? Gießereimechaniker. Dann habe ich so Arbeitsamt zu Büchern gehabt und geschaut, was das ist und so. Also was weiß ich, so Formen und so, bibabo. Und ja, dann habe ich es halt mal ausprobiert und so. Ja, dann eine Woche drauf oder so ungefähr, dann bingo. Sein späteres Ziel? Ja, also vielleicht Meister oder so. Herr Deininger ist gern bereit, eine Probe seines Könnens zu zeigen. Ich würde sagen, da gehen wir am besten in die Gießerei runter, in die Handformerei. Und da zeige ich Ihnen anhand von einer kleinen Form, wie der Aufbau ist, bis zum Abgießen und wie hinten das fertige Gussstück rauskommt. Zum Herstellen einer Gießform brauchen wir ein Modell, das den äußeren Konturen des späteren Gussstückes entspricht. Innenliegende Partien werden durch einen Kern gebildet, für dessen Herstellung wir einen Kernkasten benötigen. Zu Anfang lege ich die erste Modellhälfte auf einen glatten Formboden und setze einen Formkasten auf. Kleinere Formen werden mit der Hand aufgefüllt, größere mit dem Durchlaufmischer. Vorsichtig wird der schnell härtende Formsand eingefüllt und gleich angedrückt, um ein Verrutschen des Modells zu verhindern. Schichtweise wird der Formsand eingefüllt und immer wieder verdichtet, um die Modellkontur genau abzubilden. Damit der Formkasten eine glatte Auflagefläche bekommt, wird der überschüssige Formsand abgezogen.
Jetzt wird der Kernkasten mit dem gleichen Formsand aufgefüllt. Zum Stabilisieren schwächerer Konturen werden Kerneisen, in unserem Fall Eisennägel, eingesetzt. Der Kern bildet später den Hohlraum in unserem fertigen Gussstück. Der Unterkasten wird für den nächsten Arbeitsgang vorbereitet. Das Modell wird einpoliert, um ein Ausbrechen der Sandkante beim späteren Modellziehen zu verhindern. Die zweite Modellhälfte und ein weiterer Formkasten werden passgenau aufgesetzt. Der Oberkasten wird hierbei mit Führungsstiften zentriert. Zwischenzeitlich sind die Modelle für Lauf und Einguss eingelegt worden. Eine Handvoll Quarzsand als Trennmittel erleichtert das spätere Lösen von Oberkasten und Unterkasten. Schichtweise wird wieder Formsand eingefüllt und verdichtet. Überschüssiger Formsand wird abgezogen. Für das Abgießen wird ein Eingusstrichter geformt. Durch diesen gelangt das flüssige Eisen ruhig in den Einguss und kann die Form füllen. Nun wird das Eingussmodell entfernt und loser Sand abgerieben. Der Oberkasten wird abgehoben. Dadurch kann jetzt auch der Lauf entfernt werden. Anschließend werden die beiden Modellhälften gezogen. Um eine Verbindung des Laufs mit dem Formhohlraum zu schaffen, müssen noch die Anschnitte angebracht werden. Nun kann die Schmelze in die Form gelangen und sie auffüllen. Der Kern wird ausgeschaltet und sorgfältig in die Form eingelegt. Jetzt kann der Oberkasten exakt auf den Unterkasten aufgesetzt werden. Es darf zu keinem Formversatz kommen. Dieser führt unweigerlich zum Ausschuss. Beim Gießen entstehen durch das flüssige Eisen Auftriebskräfte. Ein Heben und damit das Auslaufen des Formkastens während des Gießens wird durch Verklammern verhindert.
Mit dem Kran wird der ca. 80 Kilo schwere Kasten zum Gießplatz gebracht. Aus dem Kupolofen läuft kontinuierlich das 1500 Grad heiße Eisen. Einen winzigen Bruchteil der täglichen Schmelzleistung von 50 Tonnen benötigen wir für unser Teil. Mit ruhiger Hand wird die Form abgegossen. Nach einigen Stunden ist das Gussstück so weit abgekühlt, dass es ausgepackt werden kann. Ein kritischer Blick bestätigt, es ist alles dran. Übrigens, Form und Kern sind nur ein einziges Mal zu gebrauchen. Nun geht's in die Strahlanlage. Dort werden noch anhaftende Sandreste entfernt. Sauber kommt der Abguss wieder heraus. Das Gussteil mit dem sogenannten Kreislaufmaterial wird vom Schleifer bearbeitet. Einguss, Lauf und Anschnitte werden abgeschlagen. Der Grat wird mit dem Winkelschleifer verschliffen. Hier sieht man das fertige Gussteil. Deutlich erkennt man die Innenkontur, die durch den Kern gebildet wurde. Die äußeren Abmessungen entsprechen haargenau dem Modell.